Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Okay. Ja, haben wir die erste von 5 Missionen, die wir hier haben. Ja, aber leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Lieferant, Keldo, die Cat haben ihn erwischt. Danke, dass Sie mir bestätigt haben, wie er gestorben ist. Haben Sie die Vorräte? Keldo hat Waffen für den Widerstand transportiert. Sie waren sein Kontaktmann. Gut, sehr gut. Fahren Sie fort. Ephra hat Sie gebeten, mich auf die Probe zu stellen, um herauszufinden, wie ich mich schlage. Ich sagte ihm, Sie sind clever. Die Cat hatten ihre Waffen, aber ich habe sie ihnen wieder abgenommen. Ja, die gesamte Lieferung. Und Keldos Mörder sind tot. Das ist gut. Sie sind aufrichtig, Pathfinder. Und zuverlässig. Ich werde Ephra mitteilen, wie gut sie sich geschlagen haben. Alles klar. Wie viele dieser Tests muss ich noch bestehen? Wir vertrauen Fremden nicht, aber vielleicht können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ich muss die Waffen an ihren Bestimmungsort bringen, aber Keldo würde wollen, dass ich ihnen helfe. Ich habe einige Dinge, die sie brauchen könnten. Und ich will ihre Credits mit eigenen Augen sehen. Handeln wir? Ich fürchte, ich hätte davon mehr als Sie. Alles, was Sie bekämen, ist eine Zahl. Ja, aber wer weiß schon, was diese Zahl eines Tages wert sein wird. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meine Waren, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Okay. Auf jeden Fall, ja, weiches Chitin. 300 Mal. Ich meine, ich habe 40.000 Credits, Hier. Ach so, insgesamt sind es hier auf EOS 6 Missionen. Zwar hat man ja hier die. Ich ging. Ich probiere das jetzt nochmal, weil es kam ja ein Patch. Die Mission ging nämlich nicht anzunehmen. Vielleicht, Hätten Sie kurz... Pathfinder, es ist mir eine große... Jetzt geht's. Okay. Ich muss Ihnen meine Bewunderung dafür aussprechen, was Sie geleistet haben. Sie haben nicht nur die Leere zwischen den Galaxien durchquert, sondern es auch durch die Geißel bis nach Aya geschafft. Das ist unglaublich. Ja, unsere Chancen standen alles andere als gut. Und doch sind wir hier. Fremde aus unterschiedlichen Galaxien, die sich freundschaftlich unterhalten. Das ist absolut außergewöhnlich. Ich bin Mariko Daresh, leitender Vonoran. Ein Vonoran? Das ist äußerst... Ich weiß nicht was. Ah, Linguistik. Das ist nicht meine Stärke. Ich bin ein Himmelsbeobachter. Ich kartografiere die Bewegungen der Sterne, Planeten und der Geißel. Ein Astronom? Kennen Sie die sicheren Routen da draußen? Wir setzen Satelliten ein, die uns auf neue Gefahren und Möglichkeiten aufmerksam machen. Allerdings haben wir den Kontakt zu mehreren von ihnen verloren. Er ist einfach abgerissen. Ich habe schon ein Schiff zu ihren letzten bekannten Koordinaten geschickt, aber die Scans konnten nichts entdecken. Ihre Tempest ist enorm fortschrittlich.
Ich hatte gehofft, Sie könnten uns vielleicht bei der Suche helfen. Selbst Pathfinder brauchen eine gute Karte. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Ich werde Ihnen die entsprechenden NAV-Punkte übermitteln. Nein. Und sobald ich unsere Karten endlich wieder mit aktuellen Satellitendaten abgleichen kann, werde ich gerne alles, was wir haben, mit Ihnen teilen. Ah, mit der Moscha. In der letzten Folge ist es mir nicht eingefallen. Jetzt ist es mir gerade so eingefallen. Der Moscha. So. Die Moscha sagte, sie würden sich noch an die Ankunft der Kett erinnern. Ja. Der älteste Freund meines Vaters wurde damals zu Wohls Botschafter bei den Kett ernannt. Als er aufbrach, umarmten sie sich wie Brüder. Alles, was uns die Kett später wieder zurückschickten, war sein Abzeichen. Und eine Holo-Aufnahme, die ich mir nicht ansehen durfte. Ich war zu jung, um zu begreifen, warum alle dort derart verängstigt waren. Oder warum mein Vater monatelang trauerte. Ich kann mir vorstellen, wie erschreckend das für ein Kind gewesen sein muss. Was mir am meisten Angst gemacht hat, war mit anzusehen, wie hilflos sich meine Eltern fühlten. All unsere Anführer waren verstört und verängstigt. Der Schrecken ließ uns zögern. Und das nutzten die Kett, um uns anzugreifen. Dasselbe werden sie auch bei Ihnen versuchen. Seien Sie darauf vorbereitet. Die ist am nächsten dran. Moshai war der Meinung, sie würden gern hören, welche Erfahrungen ich mit den Kett gemacht habe, um daraus lernen zu können. Auf jeden Fall. Erzählen Sie mir davon. Es war kurz nach ihrer Ankunft. Ich war auf einem zivilen Shuttle nach Volt, als wir die Nachricht erhielten, der Raumhafen sei abgeriegelt worden. Der Grund waren angeblich Sicherheitsbedenken wegen der Kett. Wir sollten auf einem nahen Mond landen und auf Entwarnung warten. Anstatt zu landen, machte der Captain unseres Shuttles allerdings kehrt. Er sagte, irgendetwas fühle sich falsch an. Später haben wir dann erfahren, dass die Nachricht von den Kett kam, um uns zu isolieren und gefangen zu nehmen. Der Captain hatte uns das Leben gerettet. Schützen Sie sich vor Gefahren. Gönnen Sie sich eine Panzerung. Sie müssen noch ein Kind gewesen sein, als das passiert ist. Ich war alt genug, um zu begreifen, dass unser Leben nie wieder dasselbe sein würde. Okay. So, wir haben hier runter. Was richtig sehe ich hier. Ja, und dann rechts hoch. Alles klar. Also hoch. Ah, da ist es doch, Pi. Ach, die hier. Machen Sie sich mit unseren neuen Nachbarn vertraut? So in etwa. All dieser Kram. Die Angara haben so eine reichhaltige Kultur und bla bla bla. Sie sind betrunken, oder? Welches Gift war es? Also,
Ich war in diesem Café, das die Angara als Bar ausgeben, und hab ihr stärkstes Zeug bestellt. Es war komisch, was ich mag, hatte aber fast keinen Wumms. Diese Schwächlinge. Wow. Sachte. Das Zeug wird offenbar nur langsam resorbiert. Ups. Oh, Ryder, es ist nur, dieses Museum erinnert mich an meine Studienzeit auf Haitiana. Es gibt hier einen ganzen Bereich über die Relikte. Ich bin doch nicht nach Andromeda gekommen, um in anderer Leute Fußstapfen zu treten. Keine Sorge, Pibi. Die Angara wissen längst nicht alles. Klar, sie leben zwischen den Ruinen, aber vieles von dem, was wir schon jetzt gesehen haben, ist ihnen unbekannt. Sie haben vielleicht recht. Ich wette, niemand ist je einem uralten Gewölbereinigungsfeld entkommen, Nein. Oder hat diesem Archon in die eklige Suppe gespuckt und es überlebt. Das war übrigens gute Arbeit. Danke. Ach, Sie haben recht. Ich weiß nicht warum, aber seit ich meine Wohnung auf der Nexus aufgegeben habe, bin ich irgendwie dünnhäutig. Aber egal, was es ist, eins verspreche ich Ihnen. Ich werde es rapzap überwunden haben. Schon okay, Pibi. Wir alle müssen hier und da mal ein bisschen ausflippen. Sie sind sehr verständnisvoll und attraktiv. Eine gute Kombination. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile Teil Ihres Teams. Hat sich komplett weggeschossen. Was war denn hier? Ephra hätte zu mir kommen sollen. Shh, Axul, es geht mir gut. Sie wären beinahe gestorben. Was hat er hier zu suchen? Ich habe die Moschei gebeten, ein Treffen zu arrangieren. Ich will keine Feindschaft zwischen uns. Ist das wahr? Axul, Ryder hat mich aus der Gewalt der Cat befreit. Er hat sein Leben riskiert, um... Sloan Kelly hat Kadara gerettet. Und sehen Sie es sich jetzt an. Ich will, dass wir Verbündete sind. Gleichberechtigte Verbündete. Sie behandeln nicht mal Ihre eigenen Leute wie Gleichberechtigte. Haben sich die Kroganer nicht deshalb von Ihnen abgewandt? Woher wissen Sie... Ich habe Sie beobachtet. Sie sind Invasoren. Genau wie die Cat. Nur weniger vorsichtig. Was soll das heißen? Das werden Sie noch früh genug herausfinden. Sie dürfen ihm nicht vertrauen, Shova. Axul. Er war nicht immer so. Früher war er wissbegierig, brillant. Aber die Cat. Selbst ohne den Aufstieg verändern sie uns. Es ist noch nicht zu spät, ihn zur Vernunft zu bringen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gerne ich das glauben würde, aber sein Hass auf Aliens... Ich werde ihm beweisen, dass man uns trauen kann. Ich hoffe, es gelingt ihm. Ryder, wir haben gerade eine Notfallaufzeichnung von EOS erhalten. Kommen Sie in den Meetingraum, wenn Sie wieder auf der Tempest sind. Es gibt Neuigkeiten von Eladen. Pathfinder, waren Sie auf Havar? Ich habe diesen angaranischen Helm gefunden. Können Sie etwas damit anfangen? Das ist ein Design aus der Zeit vor dem dunklen Zeitalter. Sehen Sie die schwarzen Spuren? Das Schiff dieses Piloten wurde von der Geißel angegriffen. Bei den Sternen, er ist perfekt erhalten. Ich kann mir den Piloten richtig vorstellen. Er muss große Angst gehabt haben. Ich habe so etwas noch nie intakt gesehen. Wissen Sie, wie selten das ist?
Dafür kann ich mich nicht mal im Ansatz revanchieren. Wenn es Sie so glücklich macht, werde ich mit Freuden noch mehr ausgraben. Geben Sie jeder Angara, die Sie treffen, unbezahlbare Artefakte? Nur den besonderen. Das werde ich mir merken. Wissen Sie, Pathfinder, das Ganze hat mich nachdenklich gemacht. Ohne Sie wüssten wir nicht einmal, dass der Helm existiert. Was wäre, wenn wir noch ganz andere Dinge übersehen hätten? Es könnte jede Menge Wissen über die Vergangenheit geben, das wir knapp nicht erreichen können. Und darum bitte ich erneut um Ihre Hilfe. Für Sie mache ich alles. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das missfällt. Ich habe Ausgrabungen auf jede Heimatwelt der Angara geleitet. Oh, aber es nein! Gibt Orte, die ich ausgelassen habe. Nein! Orte, die nur ein Pathfinder betreten kann. Es könnte dort Artefakte geben, die seit Jahrhunderten unberührt sind, nur weil niemand sie erreichen konnte. Meine Bitte lautet wie folgt. Wenn Sie sich jemals an einem solchen Ort aufhalten, würden Sie dann bitte auch nach Artefakten Ausschau halten? Ich habe schon eines gefunden. Werfen Sie doch mal einen Blick darauf. Das kenne ich nicht. Es erinnert an einen Angara, aber er sieht sehr seltsam aus. Die Figur ist mehrere Jahrhunderte alt. Ist das eine künstlerische Interpretation oder haben wir wirklich so ausgesehen? Das könnte bedeuten... Pathfinder, Sie haben möglicherweise unser bislang ältestes Artefakt entdeckt. Bringt mir das Pluspunkte? Ich würde sagen, es wird langsam. Können Sie mir etwas über die Relikt-Tag verraten? Wir wissen nicht viel darüber. Unserem Kenntnisstand zufolge hat es sie schon immer gegeben. Bei den Sternen. Ich wäre zu gerne diejenige, die dieses Geheimnis lüftet. Ziemlich interessant hier. Es ist praktisch mein Zuhause. Manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte hier einziehen. Aber wir haben noch viel zu tun. Eines Tages werden hier überall Artefakte aus der Vergangenheit stehen. Und jedes wird eine Geschichte erzählen. Und mein Volk wird herkommen, um zu lernen und um sich zu erinnern. Sie schaffen das. Wenn ich hart genug dafür arbeite, dann schon. Ist es normal, in Ihrem Alter schon so viel Verantwortung zu haben? Ich bin nicht jünger als Sie. Und Sie sind ein Pathfinder. Ich habe den Job gewissermaßen geerbt. Schlechtes genau Beispiel. Ich war Schülerin des vorherigen Kurators. Meine Aufgabe bestand darin, ihm Artefakte von anderen Welten zu bringen. Als er sich zur Ruhe setzte, habe ich seine Stelle irgendwie übernommen. Vermissen Sie die Jagd auf Artefakte? Manchmal. Aber meistens bin ich zufrieden damit, dass ich mehr Zeit mit jedem Stück verbringen kann. Haben Sie sich schon immer für Geschichte interessiert? Oh ja. Als ich jung war, habe ich Muscheln ausgegraben und so getan, als wären es antike Rüstungsteile. Ich hatte schon immer viel Fantasie. Außerdem hatte ich nur 14 Geschwister, da fühlt man sich oft einsam. 14? Das ist Wahnsinn. Warum? Wie viele haben Sie denn? Nur eins. Oh, das ist ja furchtbar. Tut mir leid. 14 Geschwister! Sie sagten, der Helm weist Spuren der Geißel auf. Was meinen Sie damit? Ich vergesse immer, dass Ihr Volk nicht dabei war. Damals. Als die Geißel auftauchte, nahm sie sich Reliktschiffe vor, setzte ihre Technologie außer Gefecht. Und ohne die Antriebskerne? Die Schiffe sind abgestürzt. Aber das war nicht alles. Die Geißel hinterlässt eine Spur auf allem, was sie berührt. Sie hat diesen Helm berührt, also war vielleicht der Pilot das Ziel. In dem Helm könnte Relikt-Tech stecken. Oder in dem Piloten. Bei den Stürmen. Das hatte ich noch gar nicht bedacht. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Was? Am Tag 45 im Revolutionsjahr 820 landet das Schiff der Aja und Volkstellte den Erstkontakt mit intelligenten Leben aus einer anderen Galaxie her.
einem Menschen, der Palmfighter Radar genannt wurde. Auf jeden Fall interessant, ja. So, dann müssen wir noch mit denen da reden. Die Moschei meinte, wir sollten uns unterhalten. Sie hat mir erzählt, sie würden sich noch an die Ankunft der Cat erinnern. Das ist richtig. Einer von ihnen kam in unsere Stadt auf Haval, um uns großzügige Geschenke anzubieten. Wir säumten die Straßen, um zuzusehen, wie das Alien sie gemeinsam mit unserem Botschafter entlangschritt. Als es an uns vorbeikam, blieb es stehen und kniete sich vor mir hin. Ich träume noch heute davon, was es damals sagte. Du, junger Mann, bist für Großes bestimmt. Also die Cat kam dann anscheinend als friedliche Rasse hier in das, Die Cat haben ihr Volk mit vermeintlicher Freundschaft geködert. Ja. Und es hat funktioniert. Ein Monat später verschwand unser Rat und unsere Stadt stürzte ins Chaos. Als die Cat das nächste Mal zu uns kam, wollten sie uns erobern, als wir am schwächsten waren. Sie sind gerissen. Sie wissen, was sie sich wünschen und bieten es ihnen an. Seien Sie vorsichtig. Okay. Irgendetwas offen hier? Nehmen wir. Wahnsinn. Vetra hat nach ihnen gesucht. Selbst wenn ich sie finde. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Ich hörte, die Cat-Aktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archon leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Cat können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Cat unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde bei der Revolte gestohlen. Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters, Cora ihr Asari-Gebetsbuch und Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die einen Mond hochhält. Eines Ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe? Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen.
einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Sie wollen wirklich nochmal von vorne anfangen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben? Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich habe die Wahl. Wenn ich will, kann ich mein Leben ändern. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Es ist schön, Sie so zu erleben. Ich weiß. Ich genieße es, auch mal loslassen zu können und etwas nur für mich selbst zu tun. Hoffen wir, dass das nur der Anfang ist, hä? Huh? So, Vetra möchte also ihre Lampe wieder haben. Sonst noch irgendeiner Wünsche von der Kuh und dass ihr Bleistift besorgen? Sonst irgendwas? Schon eine Etage höher. Die Ghost Storm Technologie ist jetzt vollständig erforscht, Pathfinder. Ausgezeichnet. Dann sind wir bereit für unseren Vorstoß auf Meridian. Ich berufe sofort eine Besprechung ein. Okay. Die Meetingraum der Tempest sammeln und auf die... Die Vidcon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was die Reise macht. Vielleicht können wir die ja mitmachen. Und danach machen wir wieder ein paar Nebenmissionen. Alles zu seiner Zeit. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.